Stanicky, was geht, Mann? Ist das dein Ernst? Bitte jemanden, mich nach der OP anzurufen, okay? Dean, du solltest da hinfahren. Ricky ist sein ganzes Leben für euch da gewesen. Der Teufel steckt im Detail, mein Freund. Atlantic City, wir sind unterwegs. Ricky hat wieder Krebs. Wieso muss es eigentlich Krebs sein? Dann machen sich doch alle Sorgen. Ja, und das trägt uns direkt durch die World Series. Auf Ricky Stanicky. Den besten Freund, den wir nie hatten. Mein Baby kommt 6 Wochen zu früh? Ich war 6 Wochen zu früh. Oh, shit. Mich interessiert, wo ihr heute Abend gewesen seid. Wir haben jedes Krankenhaus in Albany angerufen und nirgendwo gab es einen Ricky Stanicky. Alles nur wegen einer Lüge? Mehrere hundert Mal im Laufe vieler, vieler Jahre. Wenn das rauskommt, bedeutet das eher aus. Wir engagieren einen Schauspieler, der vorgibt, er wäre Stanicky. Rock Hard Rod, nicht jugendfreier Rock'n'Roll-Imitator. Das ganze Programm von A bis Z, umfangreiche Jodel-Jams. Danke, dass Sie dabei waren, Ladies und Gentlemen. Es war geil, für Sie zu kommen. Das ist eine echt miese Idee. Ich bin seit 3 Tagen auf kaltem Alkentzug. Ricky Stanicky ist abstinent, Mann. Vergessen? Oh, Rod. Ist nicht das, was ihr denkt. Ist nur besser. I'm a hyper every time, I'm a muff. Weil ich will, dass ihr zugibt, dass Ricky Stanicky nicht existiert. Hey, Mischpoke! Ja! Das ist Ted Summerhays, mein Boss. Ted freut mich sehr. Cooles Outfit und Zuchthaar, Mann. Zuchthaar? Das Transplantat ist neu, oder? Das sind meine Haare. Wir verlieren unsere Jobs. Das werden wir nie vergessen, was, Jungs? Ich war sehr beeindruckt von eurem Freund Stanicky. Dieser junge Mann hat wirklich Eier in der Hose. Deshalb arbeitet ihr für mich. Das ist toll. Und Sie sagten... Was sagten Sie? Könnten Sie das wiederholen? Wir müssen ihn im Auge behalten. Ich habe nicht nur die Geburt verpasst, ich habe auch den Imitator den Würzel meines Sohnes kürzen lassen. Erledigt. Stanicky, Sie sind unglaublich. Das Spiel ist aus, Rod. Ich heiße Ricky. Ricky Stanicky existiert nicht. Mein Job war scheiße, keine Freunde. Aber jetzt habe ich alles. Sind Sie ein Heuchler, Sir? Was meint Sie damit? Wir müssen ihn loswerden. Jedes Mal, wenn er etwas Wichtiges sagt, schiebt er sich einen unsichtbaren Penis in den Mund. Grundgütiger, das ist wahr. Sieht aus, als würde ich meine Klöten massieren. Liebster Vater, du hast gewiss schon erfahren, dass ich Harvard verlassen habe und gen Westen gereist bin. Ich bin auf der Suche nach einem höheren Ziel und Sinngehalt in meinem Leben. Was kann ich für dich tun? Ich würde mich gerne einer Jagd anschließen. Das wird die größte Beute, die je einer gesehen hat. Wo willst du hin? Also, bist du auch ein gottesfürchtiger Mann? Wieso Gott fürchten? Weißt du das nicht? Du wirst schon sehen. Miller, es ist Unsinn, mehr zu schießen, als wir häuten können. Wenn du diese Büffel verschreckst, erschieße ich dich. Was machen wir eigentlich noch hier draußen? Ich bin hier draußen, um Büffel zu schießen. Oh. Und ihre Felle dann zu Geld zu machen. Wenn wir hier fertig sind, haben wir ordentlich was vorzuweisen. You better start running, cause it's gone. Dach. Uns geht langsam die Straße aus! Nicht gerade ein heimlicher Abgang, Jungs. Perfekt euch! Ich dachte, dass das Ende des Krieges bedeuten würde, dass wir auch unsere Brüder nicht mehr verlieren. Aber da lag ich falsch.
kann dem Ganzen nicht einfach den Rücken kehren. Nicht, wenn das Imperium hinter der Kleinen her ist. Steckt sie in eine Zelle. Omega wartet schon viel zu lange auf uns. Unsere Mission ist noch nicht beendet. Es gibt nichts, was für die Zukunft dieses Imperiums von größerer Bedeutung wäre. Was auch immer Sie zum Erreichen dieses Ziels benötigen, Sie kriegen es. Sie werden euch eliminieren. Jeden einzelnen von euch. Wie wär's mit einer echten Herausforderung? Alle meine Deckung! Wir waren noch nie gut darin, Befehle zu befolgen. Ich hatte bisher noch nicht vor, euch zu töten. Aber ihr führt mich echt in Versuchung. I'm looking for him. I'm gonna head north. You don't want to go north, not now. My wife is my choice. My daughter is my choice. My life is my choice. It's been so long. Your phone, you know what it says, the Japanese? Believe a little bit longer. Thank you, Grimes. Why? You showed me I can't get away. This is the most powerful military on the planet. I'm just gonna ask you a question, Grimes. Look in your eyes. Why are you here? Do you want to kill? Or do you want to die? Look in my eyes, sir. You tell me. Ich weiß, dass mein Leben relativ komfortabel war. Stopp! Lucy! Sie müssen nach Hause gehen. Vault-Bewohner sind eine gefährdete Art. Ich glaube kaum, dass sie willens wären, zu tun, was nötig ist, um hier oben zu überleben. Wenn sie darauf bestehen zu bleiben, dann werden sie sich anpassen müssen. Aha. So they say will be a lovely day. A bright new sun will suddenly break through. But I don't want to see tomorrow unless I see it with you. Oh, wir haben Schimmligen erwischt. Tomorrow, so
In den Stunden nach König Viserys Tod wurden Fehler begangen. Ein Krieg steht bevor. Mit vielen Toten. Und der Sieger besteigt am Ende den Thron. Kein Krieg ist den Göttern so verhasst wie der gegen das eigene Blut. Und keiner ist blutiger als ein Krieg unter Drachen. Rom. Griechenland. Alle Demokratien sind gescheitert, weil die Menschen so scheiß dumm sind. Wenn du die Massen vernichtest, wer setzt dir dann ein Denkmal? Wer verehrt dich? Nein, die Menschen werden das System selbst zum Einsturz bringen. Es braucht nur einen Auslöser. Und dann kannst du herbeieilen und bist der große Retter. Wie Cäsar. Wie Cäsar. Scheiße, nein. Wer will zerquetschte Eier? Ich? Dein Team. Wie war nochmal euer Deckname? The Boys. Uff. Wer hat sich denn bitte den Scheiß ausgedacht? Volk von Reach. Ich bringe euch den Segen. Wisset, dass ich das Werkzeug eurer Auslöschung bin. Manchmal verlieren wir über die Geschehnisse die Kontrolle. Und in solchen Momenten lernen wir, was wir können. Wenn ich in ihre Gesichter sehe, dann sehe ich keine Niederlage. Nein, Sir! Ich sehe auch keine Kapitulation. Sie werden sich dem Feind nicht allein stellen. Etwas, das dem Feind fehlt. Wir haben Helden. Wenn der Kampf vorbei ist, sprechen Sie von einem Sieg und sagen, es wäre meinetwegen, weil ich etwas getan hätte. Oder weil Sie etwas sind. Sie können es nicht sehen. Aber Sie fühlen es.
bleibst hier und wartest, okay? Los, los, los! Nein, Mann! Schick sofort einen Krankenwagen! Ich brauche Hilfe! Ich habe 3 Exekutionen, du sollst sie ausführen. Ich bin im Ruhestand. Dein Land braucht dich. Das ist Mustafa. Wir haben Informationen über ein Frachtschiff, das in Mexiko anlegen soll. Und wir glauben, es handelt sich um biologische Waffen. Infali wird die gesamte US-Wirtschaft aushebeln und dann die aller anderen. Ich habe hergestellt, was sie wollt und ihnen gezeigt, dass es funktioniert. Kommen Sie, Mann! Du wusstest also nicht, dass die Salman-Brüder Drogen geschmuggelt haben? Nein. Und wieso sitzt mir jetzt die DEA im Nacken? Ich habe ihn vorher schon mal gesehen. Darf ich Sie fragen, Agent, wieso sind Sie in meinem Leben? Wieso fragen Sie nicht Ihren schießwürdigen Freund? Er hat meinen Partner getötet. Auftrag, die Staatsfeinde der USA zu jagen und zu töten. Hallöchen auch, du missratener Sünder. Magst du Blut, Gewalt und sexuelle Verkommenheit? Oh, Daddy, ich... Wollt ihr wirklich, dass ich das ganze Drehbuch auswendig lerne? Aber natürlich, deshalb bist du ja auch in der Hölle. Aber was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass es einen Ort gibt, an dem es das alles nicht gibt? Willkommen im Has-Been Hotel. Dein letzter verzweifelter Versuch, erlöst zu werden, beginnt hier. Und was sagt ihr? Entschuldige, aber was verfickt nochmal war das? Eine Anmerkung. Bei uns soll jeder eine zweite Chance bekommen, um den Himmel davon zu überzeugen, dass ein Sünder erlöst werden kann. Hi, Mister! Ach, fick dich selbst! Wolltest du je etwas, Osea, das du, während du dran denkst, es auch geschmeckt hast? Dein Leben für Sünder riskieren? Ich lach mich tot! Und du spürst auch so ein Magengrummeln, denn... Ich hoffe nur, dass das, was ich hier versuche, auch funktioniert. Bist du total high? Hier, halt mal! Ah, ach, du Schreck, ach, du Schreck! Das zum allerersten Mal. Heilige Scheiße, was soll das? Auch mal bereit bin, bereit die eine. Uns bleiben noch 24 Stunden, bevor die Ausrottung beginnt. Also an die Arbeit. Ich bin doch noch nicht ganz bereit, muss ich jetzt ran, denn es wird Zeit für das. Die werden jämmerlich krepieren. Die gehen alle drauf. Zum allerersten Mal ist klar, dass wir bereit dafür sind. Der Himmel kriegt die Sprache, die er verdient. Es ist Zeit, jetzt aufzustehen. Und zeigt die Hand zur Höhe. So. Es ist an der Zeit, alle daran zu erinnern, warum ich hier bin. Ich hoffe sehr, ich bin bereit dafür. Ich bin ein böser Mann, der nie viel umarmt wurde. Wo ist ein unschuldiges Kind, dem ich Crack verkaufen kann? Wer hat das geschrieben? Super, oder? Mach weiter. Hey, Morty, ich bin ein Bein! Ein Bein, Morty! Gibt's was Neues? Ich hab den Rick gefunden, der meine Frau getötet hat. Du hast es knapp verpasst. Darf ich Sie fragen, ob Sie gerade ein Hologramm sind? Ja, klar. Warten Sie. Sekunde. Ich sag's dir, Mann, du machst hier einen Riesenfehler. Wer ist bereit für Ricks berühmte Spaghetti? Ich sagte, es tut mir leid. Nein, hast du nicht. Ich hab's leise gesagt. Halt die Klappe. Mann, ich check es alle. Lasst uns megamäßig ab. Ja. Also, was machen wir? Fliegen wir durchs All, bis wir was entdecken? Kriegen Ärger und du haust uns wieder raus? Rick und Morty, wir sind zurück, Baby! Die deutsche Fassung der 7. Staffel Rick and Morty ab 15. Januar, montags 22.15 Uhr in Doppelfolge auf Warner TV Comedy. Ich vermisse dich, mein Schatz. Du fehlst mir auch, Mama.
Sei vorsichtig da draußen. Immer. Mami! Ich bin sehr froh, wieder zurück zu sein. Die Dinge sind anders. Ich habe ein Klavier im Haus stehen. Ich kann nicht Klavier spielen. Haben Sie Halluzinationen? Mama? Ja. Astronauten durchleben Dinge, die sie nicht verstehen. Dann fangen die Menschen an zu versagen. Als ich dort oben war, war meine einzige Hoffnung, wieder nach Hause zu kommen. Du fehlst mir auch, Mama. Sei vorsichtig da draußen. Mami, wer war das? Das waren wir beide, kurz vor der Kollision. Das kann nicht stimmen. Mama? Wo ist sie? Wer? Du! Ich habe eine Maschine erfunden, die wir ins All gebracht haben. Und ich habe etwas gesehen. Aber es scheint, dass es nicht gesehen werden will. Menschen sehen Dinge da oben. Und wenn sie zurückkommen, werden sie verrückt. Das ist keine Psychose. Du solltest mir helfen. Ich sollte sofort zu ihr zurück. Wirke ich auf dich wie früher? Es fühlt sich nicht so an, als ob du meine Mom wärst. Schreibst du mir also? Frauen, denen es sich lohnt zu schreiben, sind schwer zu finden. Sind sie nicht, du musst nur gut hinsehen. Ich werde dich sehr vermissen. Major Egan, Sie wurden als erster Pilot der 100. zugeteilt, zusammen mit Buckland. Sie haben das Kommando über 35 Flugzeuge und 350 Männer. Stirb mir ja nicht weg, bevor ich da bin, verstanden? Da braut sich was Großes zusammen. Die 8. bildet damit die größte Luftstreitkraft, die die Menschheit je versammelt hat. Geradewegs in Hitlers Territorium. Wir brauchen uneingeschränkte Überlegenheit in der Luft. Das ist die Mission. Was? Ist vielleicht das letzte hübsche Gesicht, das ich sehe. Was machen wir dann? Wir helfen unseren Männern dadurch. Alles, was wir tun. Tag ein, Tag aus. Das macht doch was mit dir, oder? Wir sind hier, um die Monster zu bekämpfen. Die Dinge, zu denen diese Leute fähig sind. Wir haben das verdient. Glauben Sie mir. Herr, behüte die Männer, die fliegen. Sich in deinen heiligen Lüften wegen. Sind wir die Tuskegee-Flieger oder nicht? Sir, ja, Sir! Schütze die, die durch die Lüfte segeln. Den Stürmen zum Trotz. Oder der Sonne entgegen. Aber das war's für uns. Wir bleiben hier sitzen und halten durch. Wir folgen dem Missionsablauf, solange wir fliegen können. Wir werden nicht kampflos untergehen. Sagt Hallo, Fearless Flyers. Auf das Leben. Das ist die wichtigste Übung. Nicht das Ziel, sondern der Flug ist, was zählt. Ich habe uns einen Flieger nach Island gebucht. Island? Exotisch. Dieser Brocken Vulkangestein im Nordatlantik. David, kommen Sie zurück. Sie sind doch ein Fearless Flyer. Wenn wir an unserem Ziel sind, haben wir etwas Aufenthalt. Dann fliegen wir wieder zurück. Ich habe keine Flugangst. Im Gegenteil. Aber was machen Sie denn hier? Wegen Alphons. Er hat so viel Angst. Damit er den Kurs macht, musste ich versprechen, mitzukommen. Hör auf jetzt. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch. Es genügt ein winziger Vogel, der in eines der Triebwerke gesaugt wird. Hinter mir liegt der übelste Unfall.
verstörendste Flug meines Lebens. Die Verspätung beträgt 9 Stunden. Eins der Triebwerke ist offenbar teilweise ausgefallen. Sie haben für uns ein Wellnesshotel nicht weit von hier gebucht, um uns auf den Flug vorzubereiten. Wenn wir in dieses Flugzeug steigen, wäre das unser sicherer Tod. Ganz egal, was die anderen sagen, wir werden heute Abend fliegen. Wenn du fliegen willst, spreize deine Flügel. Ich habe mich noch nie so toll gefühlt. Ich möchte nach Hause! Ich bin mitten in der Pampa, keine Ahnung. Es ist neblig in London, also... Hier ist noch was ganz anderes nebulös. Die Pariser Couture könnte beeinflussen, wie Tausende von Frauen träumen und leben. Die Mode braucht eine neue Führung. Eine Leitfigur. Monsieur Dion. Ich suche nach der großen Kollektion, die sich aus der Asche des Kriegs erhebt. Monsieur Dion, was wünschen Sie sich? Die wunderschönste Couture für Damen zu entwerfen, die die Welt je gesehen hat. Dion hat die französische Couture ruiniert und ich komme zurück, um sie zu retten. Für diejenigen, die die Wirren des Krieges überlebt haben, war kreieren das Überleben. Die Legende von Coco Chanel. Würden die wahre Geschichte kennen? Chanel kann überaus verräterisch sein. Oh ja. Sind Sie zufrieden mit der Revolution, die Sie ausgelöst haben? Das ist die Wahrheit. Aber dahinter existiert auch immer eine zweite Wahrheit. Ihre Schwester, sie ist in Gefahr. Kreieren mag die Kugel nicht aufhalten können, aber kreieren ist unser Weg nach vorn. Unsere Entscheidungen sind von Bedeutung. Dein Haus wird einfach magnifik. Sie denken, Dior ist Mode? Wahres Talent ist, aus seinem Leben etwas Größeres zu machen. Die Menschen müssen wieder fühlen, träumen. Sie müssen wieder leben. Und wir können eine neue Welt für sie erschaffen. Ich will manchmal einfach nur allein sein. Wo ich weder die Frau noch die Mutter von jemandem sein muss. Wo mich keine Tragödie definiert. Hast du denn gar keinen Heimweh? Ich finde unser Leben hier toll. Die Haushaltshilfe, die Fahrer, alles ist einfacher. Essie gehört zur Familie. Das sagst du immer, hm? Du bist ihre Arbeitgeberin, nicht Freundin. Ja, Hongkong sollte ein Neuanfang für mich sein. Ein Neuanfang? Ernsthaft? Mit 24? Ich glaube, meine Ehe ist vorbei. War David zu Hause? Nein, Ma'am. Was mache ich eigentlich noch hier? Hast du dir je vorgestellt, ein komplett anderes Leben zu leben? Beobachtest sie jede Sekunde, selbst wenn du die Augen geschlossen hast. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Niemand sollte jemals so etwas durchmachen müssen. Wir sollten darüber nachdenken, nach Hause zurückzukehren, weil wir untergehen und du es nicht siehst. Du kannst nicht ewig hier bleiben. Im Moment lassen wir beide unseren Sohn in der Fremde zurück. Wieso ist sie hier? Alam natin lahat ng tungkol sa employer natin. Mga sekreto na kahit pinakamalapit na kaibigan niya ay hindi alam. Es vergeht kein Moment, in dem ich nicht daran denke, was ich getan habe.
Menschen wie dich. Kommen sie je darüber hinweg? Du betrügst niemanden, weil du nach einem besseren Leben strebst. Wir alle müssen weiterleben. Selbst du. Kontrolle gerät, naht unser aller Ende und es wird dunkel. Dann sind drei Clowns die letzte Hoffnung der Menschheit. Oh mein Gott, wir sind im Arsch! Was soll das sein? Ich bin gefangen in einer Box und schreie. Die andere Hand macht es nicht besser. Die ganze Welt ist dunkel geworden. Irgendetwas Großes geht hier vor sich. Und wenn ich richtig liege, ist es größer als wir alle. Sie und ich haben eine Vergangenheit und eine Zukunft, wie es aussieht. Wow, was zum Teufel soll das werden? Ich dachte, dass das unser Moment wäre. Die Welt hat die Clownerei satt. Die Leute mögen jetzt TikTok-Tänze und Livestream-Handjobs im Dark Web. Aber all das funktioniert jetzt nicht mehr. Alles ist ausgestorben, außer uns. Die Welt gehört jetzt uns. Wir gründen eine Truppe. Clown Pedo. Versteht ihr? Ein Torpedo aus Clowns! Das ist unsere Chance, um die Frau zurückzugewinnen, die ich liebe. Sollte ich es nicht lebend rausschaffen, sag allen, dass ich würdevoll gestorben bin. Wir sollen für dich lügen. Nein. Sagt einfach, dass ich Hosen anhatte. Lachen ist die einzig vernünftige Antwort auf eine sinnlose Existenz. Alle träumen davon zu sterben, während sie das tun, was sie lieben. Wir machen ein letztes Mal den Clown. Wer ist das? Irgend so ein verkleideter Blödmann. Süßes oder Saures? Warte, warte, bitte! Was zum Teufel willst du? Hat mein Mädchen etwa Angst vor dem Jester? Okay, Kumpel, wir wiederholen es nicht nochmal. Schluss mit der Clownsnummer. Oh mein Gott. Was ist hier nur los? Hilfe! Kann uns jemand helfen? Was ist das für ein kranker Scheiß? Wer bist du? Renn weg! Seit ich diese Frau kennengelernt habe, versuche ich, ihre Träume zu verwirklichen. Lass das! Ich lass das! Wenn man's recht bedenkt, ist es eher eine triste Gegend. Die Superreichen sterben vor Langeweile. Ich will, dass wir zusammen wohnen, wie ein richtiges Paar. Sie hat doch viele Gemälde, oder? Ja. Stibitzen wir ihr doch eins. Ich hab dich beobachtet. Du musst nur das richtige Profil treffen. Sie wissen, ich bin verheiratet. Ist mir egal. Oh, ma chérie. Die Typen, mit denen du verkehrst, wollen einfach eine schöne Zeit mit dir verbringen. Aber abends laufen sie brav zu Mama. Ich würde dir auch folgen, wenn sie in deinem Alter wäre. Was soll ich denn machen? Sie ist nun mal jünger als du. Ist was passiert? Mein Schmuck ist weg. Denkst du wirklich, dass ich... Nein, du bist zu blöd. Wo ist dieser Hurenbock? Der kleine Scheißer hatte sie wirklich in der Hand. Das Ziel wäre doch eine Heirat. Nein, eine Scheidung. Liebst du mich? Natürlich liebe ich dich. Du verfluchtes Miststück. Willst du mich umbringen? Aufhören, raus damit! Man darf nicht alles glauben, was sie erzählt. Margot erfindet, wer sie gern wäre. Ein Bild hat mehr Macht als tausende von Worten. Und deins wird um die ganze Welt gehen.
Wie war deine Schicht? Hast du schon Feierabend? Ja, ich bin sogar in der Nähe, am Flughafen. Hey, bring mich hier weg. Fahr! Los, bring mich hier raus! Und auf diesen Aufnahmen der Überwachungskameras können Sie sehen, dass die drei Terroristen kurz vor dem Anschlag... Es waren zwei Explosionen, nicht drei. Naja, vielleicht hat bei einem der Sprengstoff nicht gezündet. Oder er ist ausgestiegen und lebt noch. Die nächsten zwei Stunden sind die entscheidenden. Es gab einen Anschlag und der Vater geht nicht ans Handy. Der Sprengstoff sieht nach TATP aus, 22 Einheiten. Und die Bewegungssensoren sind außerdem noch mit einem Blinklicht verbunden, das rot leuchtet. Wir können unmöglich die Bilder eines Zivilisten erlauben, der durch das Zentrum von Madrid läuft. Noch dazu mit einer Bombe, die jederzeit hochgehen kann. Das ist ein großer Fehler. Was ist das für ein Spiel? Man kann dich jetzt überall sehen. Gib nicht auf. Kommt jetzt, los geht's, los geht's! Jemand hat in der Fabrik unsere Firewall überwunden. Apex-Predator-Funktion. Immer wenn eins dieser Dinger in Berührung kommt, mit einer mechanischen Vorricht, wird das zu einer Tötungsmaschine. Du musst sofort das Kraftwerk verlassen, auf der Stelle! Es ist wieder Krieg. In 12 Stunden ist jedes technische Gerät an Cuba. Nichts Digitales ist sicher. Die nehmen die Form von Robotern. Meine beiden Kinder sind im Van Ryberg Center eingeschlossen. Hier lang. Wir sind auf jede Unterstützung angewiesen. Konnten Sie sie schon irgendwie hacken? Wir könnten ja die Seabots wieder online bringen. Wir sind auf dem Weg in die Zentrale mit gutartigen Seabots. Die Dinger sind überall. Er verschlingt alles, was in seiner Nähe ist. Dieser neue Organismus wird jedes Lebewesen auf der Erde töten. Totale Konvergenz. Wir müssen hier weg! Ohne dass es dir auch nur aufgefallen wäre, standest du schon mit einem Bein im Grab. Das ist der Beginn eines großen Krieges. Ich beschütze mich selbst. Ich bin nicht verpflichtet, euch zu beschützen. Warum bist du dann überhaupt hier? Für meine Schwester Kyosho. Sie ist ermordet worden. Mein Leben dient nur noch dazu, meine Schwester zu rächen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das lasse ich nicht zu! Ich habe einen Bruder verloren. Ich habe es ihm versprochen. Ich werde der größte General auf Erden sein. Der Kampf beginnt jetzt erst! Alle Truppen! Zum Angriff! Das ist Wahnsinn, Shin! Noch hat der Feind uns nicht besiegt! Ich fliehe nicht, denn ich bin, wer ich bin. Ich kämpfe! Du musst überleben, hörst du? Lauf weg, Yokai! Komm, hey, steh auf! Du bist immerhin noch am Leben oder etwa nicht! Ich verlasse mich auf dich! Da kommen sie. Dein Sohn hat zwei höllisch mächtige Lungenflügel. Hast du noch Hausaufgaben? Nicht viele. Gehen wir einen Burger essen. Komm schon, du lahme Ente. Hey, Schatz. Was machen wir, wenn das Baby kommt? Wie zahlen wir dafür? Wir werden uns wie immer irgendwie durchschlagen. Eine Szene hier vom Waldbrand in Parker. Das ist nah. Sollten wir uns Sorgen machen? Ich hoffe nicht. Wir brauchen Verstärkung. Der Wind wird stärker. Das ist kein Spaß. Versuchen wir, das Haus vor dem Feuer zu schützen. Was machen wir jetzt? Wir warten. Und wir beten. Es wird alles gut. Mom? Dad? Oh mein Gott!
Das Feuer kommt immer näher. Wir müssen sofort hier weg. Solange wir zusammen sind, sind wir okay. Pass auf, Dad! Hey! Was soll ich den Leuten sagen, wo sie hin sollen? Wir können nicht hin. Das Feuer kommt immer näher. Wir müssen uns weiter durchkämpfen. Wir schaffen das. Ich bin entführt worden. Es ist extrem wichtig, dass du so lange wie möglich in der Leitung bleibst und versuchst, uns einen genauen Standort durchzugeben. Alles wird wieder gut. Sag mir, was Sache ist. Oder hast du Angst, mir den Tag zu versauen? Ich kann meine Beine nicht bewegen. Warum bin ich hier eingesperrt? Hörst du das noch was? Der hat mich ausgesucht, weil ich seine Tochter bin. Vielleicht haben die jemanden beauftragt, diese miesen Schweine. Wir müssen denen glauben, wir haben keine andere Chance. Mach das auf. Weißt du, wo die Waffe ist? Ja, ich versuche, auf alles zu achten, was uns sagen könnte, wo du dich befindest. Ein einziges Wort an die Polizei. Um 4.30 Uhr, wenn die mich kalt. Ich will nicht sterben. Ich hab ihn. Alles wird gut. Du hast ihn umgebracht. Wir sind alle mitschuldig. Das hier ist die Wildnis, Rona. Und was jetzt? Es heißt, dass wir die Hütte finden und dann unsere eigenen Wege gehen. Ich habe das hier heute Morgen gefunden. Das psychiatrische Krankenhaus Balenak. Wir müssen von hier verschwinden. Wir könnten uns auf den Weg zur Hütte machen. Mit dem Funkgerät dort können wir die Polizei rufen. Du weißt ja nicht mal, wo sie ist. Ich kann uns dahin bringen. Wir wissen, dass sie kommt. Und uns finden wird. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir werden sie aufhalten. Ich werde nicht wie die anderen hier sterben. Drei Wächter. Diese Nachricht muss eine gute sein. Meine Botschaft ist nur für die Ohren des Königs bestimmt. Ein Bote hat mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick scheint. Die Augen offen und die Ohren wachsam. Halt! Hier sind viel größere Dinge im Spiel, als ihr jemals hättet verstehen können. Ihr fürchtet mich. Oh, oh. Ich bin nur misstrauisch. Mein Gefühl sagt mir, dass man dieser Magie nicht trauen sollte. Die Magie hat einen eigenen Preis. Ein Leben hat ihr ein Ohr gesehen. Ihr werdet tun, was ihr wollt. Ich werde überhaupt nichts für euch tun. Wir leben für den Krieg. About hopeless romantics, that we're weak, and I'm not weak. But I learned the hard way. Not all love stories have a happy ending. Time's up. Let's pick this back up next week. I just wanna.
What are you guys doing here? We think you might be a sex addict. Every time I see you. What? Maybe. Third time's a charm? This guy don't stand a chance. This is me. Haven't been sleeping well lately. I guess I never have. When I was little, I used to share a room with my sister. She used to sleep so peacefully. This is me. And I just used to lie there awake thinking, how does anybody sleep that way when your heart never goes to sleep? I know. You feel like nobody gets you. I don't even get me. This is me. It's never enough for you. He's a liar. I've never lied to you. And the constant criticism. She thinks I'm her employee. With you feels like home, but I left home for a reason. Whenever someone asked me what I wanted to be when I grew up, my answer was always in love. You must respect the ebb and flow of the universe. Ich bin Jane. Ich bin John. Bankkarte und eine Heiratsurkunde. Wir sind verheiratet. Das kann man wohl sagen. Ich find's komisch, dass Sie verschwiegen haben, dass wir ein Paar sind. Ist eine alte KGB-Taktik. Als Paar ist man weniger auffällig. Und was genau machen Sie beide? Wir sind Software-Entwickler. Verabreicht eine Dosis Wahrheitsserum. Keine Opfer? Was? Was denkt ihr? Hat euch beide die Firma so ausgesucht, dass ihr gut zusammenpasst? Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Wer hat denn das Dach, das dich jetzt schützt, gebaut? Oh, wer hat Feuer gemacht und dir den Mann, Fisch gefangen? Ich baue Dach, Fisch, Feuer, Wasser. Nein. Vielleicht? Arbeit, Geld, Privatleben, Liebe, all das gehört zum selben Projekt. Vorhin hast du gesagt, du liebst mich. Ja, hast du auch gesagt. Es war klar, dass wir sterben würden. Also hast du es nicht so gemeint? Doch schon. Das ist cool. Tut mir leid. Es ist nur ein Job. Es geht nicht um Leben und Tod. Willst du? Geht's Ihnen besser?